Hallo liebe Gartenfreunde und Hobbygärtner, ich begrüße euch zum Jahresrückblick 2022. Ein ganzes Jahr voller Gartenarbeit, Gemüse und Natur. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video und wir starten wie auch im letzten Jahr im Februar. Nur noch ein paar Randinformationen zu meinem Garten. Mein Garten ist 30 x 20 Meter groß und den bewirtschafte ich seit 6 Jahren ungefähr. Also lasst uns mal loslegen. Jetzt, wie gesagt, wir haben jetzt Februar und die Beete sind schon gedüngt, also zumindest im Gewächshaus. Hier stecke ich Steckzwiebeln. Die Steckzwiebeln, hier Stuttgarter Riesen, ernte ich dann immer als junge Zwiebeln, also als Lauchschluppen. Auch Spinat wird jetzt ausgesät, hier mit so einem dicken Brett wird das schön angedrückt, also die Saat wird angedrückt, immer schön feucht halten. Auch Karotten werden schon ausgesät für junge Fingermöhrchen und Radieschen natürlich auch. Ja, der Januar und der Februar ist die richtige Zeit, um die Beete alle aufzudüngen. Grunddüngung ist bei mir Pferdemist, davon brauche ich immer mehrere Fuhren. Das ist immer ein Haufen Arbeit. Jetzt. Stecke ich hier Kartoffeln. Wir sind immer noch im Februar. Und zwar möchte ich diese Kartoffeln jetzt im Februar schon stecken, um dann im Mai schon junge Kartoffeln zu ernten. Also die schönen jungen Spargelkartoffeln. Also die neuen Kartoffeln. Das geht auf jeden Fall. Habe ich schon mehrfach getestet. Natürlich werden auch die Kräuter jetzt runtergeschnitten und alles schön sauber gemacht. Wir bewegen uns so langsam Richtung März. Man sieht, das Licht ist schon wesentlich stärker. Die Sonne kommt langsam zurück. Und da ist man natürlich gerne im Garten. Ich nehme immer ein ganzes Beet vor. Tag für Tag ein ganzes Beet und dann schafft man den Garten innerhalb von 2 Monaten locker, ganz easy. Ja, die ersten Frühlingsblüher kommen, wie Schneeglöckchen und Krokusse. Ihr seht, die Radieschen sind jetzt auch schon aufgegangen. Wir befinden uns immer noch im Februar. Ja, die Beete müssen alle sauber gemacht werden, Beikraut entfernt werden und ich arbeite gerne mit Mulchschichten, wie hier zum Beispiel mit Stroh. Drückt auch so ein bisschen das Beikraut. Ja, und man muss nicht immer im Herbst den Knoblauch stecken. Man kann es durchaus auch im März machen. Wir sind nämlich jetzt hier schon im März. Ja, das Aufdüngen geht weiter. Immer schön Pferdemist verteilen. Da bin ich jetzt übrigens auch schon gut dabei. Und ein ganz klarer Tipp von mir, gesiebter Kompost ist wirklich die Nummer 1 im Biogartenbereich. Ja? Umso mehr ihr davon habt, umso besser wachsen eure Pflanzen. Ja? Also Kompost ist wirklich die Nummer 1. Die Pflanzen wachsen wesentlich gesünder und vitaler. Ja, das Frühjahr ist wirklich eine sehr anstrengende Zeit, aber es lohnt sich. Ja, jetzt haben wir, wie gesagt, schon März und jetzt kommen natürlich auch draußen die Zwiebeln in die Beete. Hier haben wir rote und nochmal weiße. Die werde ich dann wahrscheinlich als normale Zwiebel ernten. Auch im März ist die richtige Zeit für die Erbsenaussaat. Wir haben ja 2 verschiedene Sorten, einmal Markerbsen und einmal Zuckererbsen. Erbsen können übrigens auch mal ein paar Frosttemperaturen aushalten. Man hat immer Angst, dass sie gleich kaputt frieren, aber Erbsen halten durchaus bis minus 4 Grad auch mal stand, ja. Thank you.
und dann habe ich hier noch ein paar Sackblumenerde besorgt, weil diese Fläche hier schon ziemlich stark ausgezehrt war, weil da waren jetzt schon 5 Jahre ein Stück Tomaten drauf. Hier seht ihr übrigens meine vorgezogenen Tomatenpflanzen. Ja, und das Gewächshaus wird so langsam grün. Das ist sowieso immer die schönste Zeit. Auch die Puffbohnen oder ja, dicke Bohnen habe ich ausgesät. In Töpfen gelingt manchmal besser sogar als im Freiland, also direkt Aussaat, und die Radieschen wachsen. Ja, schon bald kann man die ersten ernten. Es geht so schnell. Salate sind auch gepflanzt. Obwohl wir uns schon im März befinden, ist der Garten oder die Natur immer noch sehr trist. Aber bald wird alles grün und explodiert. Ja, hier habe ich nochmal eine Fuhre Mist besorgt und ein Beet nach dem anderen wird gegraben. Man muss immer schön aufpassen, wo man die Werkzeuge hinlegt. Ja, hier habe ich dann rote Beete ausgesät. Und Mangold. Also hinter mir kommt Mangold, die drei Farben, Bright Lights, ihr kennt die ja, der Klassiker, und vorne rote Beete, darf natürlich nicht fehlen, eins der gesündesten Gemüse überhaupt. Ja, nehmt gerne so eine kleine Brettchen zum Aussehen, da könnt ihr mal die Aussaatrille drücken und dann auch gleich wieder festdrücken, das ist echt praktisch. Natürlich werden jetzt auch alle Jungpflanzen vorgezogen. Es kann immer noch Frost kommen. Die Eisheiligen waren ja noch nicht. Also ich ziehe auch gerne die Sonnenblumen im Treibhaus vor. Das Treibhaus ist nicht beheizt, aber es kann schon, sagen wir mal, 2 Grad abfangen, wenn jetzt draußen minus 2 Grad sind. Ja, das Tomatendach wird jetzt vergrößert und zwar ja, verdoppelt, ja. Auf 36 Quadratmeter. Da passen dann ca. 100 bis 140 Tomatenpflanzen drunter. Ich hatte mir schon überlegt, ob ich da in diesem Jahr mal Platten drauf mache, also diese GFK-Platten, aber die sind ja so teuer, das kann ich mir einfach gar nicht leisten. Ja? Also für die Fläche kostet mir bestimmt 500 Euro und deswegen mache ich da mal Folie rüber. Ja? Also natürlich würden die Platten schöner aussehen, aber die sind einfach zu teuer. Und die Folie habe ich damals geschenkt bekommen, werdet ihr gleich sehen. Ja, die hat nichts gekostet. Ja, das Gewächshaus füllt sich so langsam. Und die ersten Radieschen können wir jetzt wir haben es jetzt schon April, würde ich sagen, ja, April ernten. Aber die ersten Radieschen im April zur Ernte bereit. Im zeitigen Frühjahr hat man auch gar keine Probleme mit Maden oder so. Also diese Fliegen, die da ihre Maden oder Eier ranlegen, die sind noch nicht unterwegs. Ja? Also deswegen im zeitigen Frühjahr im Gewächshaus Radieschen ist einfach top. Funktioniert jedes Mal. Draußen geht es so nicht, da ist noch ein bisschen kühl, ja? Aber im Gewächshaus ist es super. Ja? Funktioniert super. Auch die Schnecken sind teilweise noch nicht unterwegs. Eine richtig tolle Sache, wenn man die erste Ernte in der Hand hält. Ja, so ein Bund Radieschen. Man weiß, man hat es selber erzeugt. Das ist eine tolle Sache. Und der Spinat, der ist auch bald zur Ernte bereit. Ja, jetzt kann man sich auch schon ein paar kleine Blättchen nehmen. So Babyleaf, Babyspinat. Ja. Super als Salat. Ja. Der ist ja so zart. Ja, ihr seht hier Salate, Kohlpflanzen, wachsen hier auch schon ein paar Blumen, Zinien und auch Zwiebeln. Und die Sonnenblumen sind jetzt mittlerweile auch schon aufgegangen. Hier haben wir Rucola. Und
ja, Tagetes, die dicken Bohnen und Salate in mehreren Platten. Also, ja. Nach und nach kommen immer mehr Jungpflanzen dazu. Ihr seht hier auch die Kartoffeln, die sind mich jetzt auch schon aufgegangen. Ja, ihr werdet sehen, die werden wir nämlich im Mai noch ernten. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr das in diesem Jahr auch mal probiert. Da hinten sind noch andere Kulturen wie Pak Choi und Mairübchen, ja, hinten nochmal Salate, also dann den Pak Choi, der ist auch super aufgegangen. Muss ich mir übrigens noch Saatgut besorgen. Wer welches übrig hat, kann es mir gerne zuschicken. Ich freue mich schon auf die Zeit. Wir haben ja jetzt gerade mal, Wechsel von Januar zu Februar, aber bald wird es wärmer, bald können wir die ersten Sachen aussehen, da freue ich mich schon drauf. Ja, und wenn man keinen Frostwächter hat, kann man sich ruhig immer so eine volle Wassertonne ins Zelt stellen. Die hält auch ein bisschen die Temperatur im Zelt. Ja, sieht doch schön aus. Richtig schön feine Radieschen, da ist er doch stolz, der Martin. Heißt täglich in den Garten gehen, täglich gießen. Ja, auch jetzt kommt das Vereinzeln der Jungpflanzen dran natürlich. Ja, ist auch ein Haufen Arbeit, immer schön alles locker halten. Noch sieht alles richtig schön sauber aus, so wie es aussehen soll, weil noch wächst draußen kaum was. Man hat wirklich viel Zeit, dass hier alles ordentlich aussieht, ja. Ja, ich bin echt ein Fan davon geworden, irgendwie die Zwiebeln einfach als junge Zwiebeln zu ernten, weil da hat man einfach mehr von, ja. Sonst hat man immer ein Beet, was lange besetzt ist und ja, man kann halt wirklich auch das Grün essen von den Zwiebeln, ja. Gefällt mir so besser, ja. Man muss nicht immer die normalen Zwiebeln haben, ja. Bin eher so der Lauchzwiebel-Fan. Ja, der Knoblauch draußen, er sprießt. Ja, wir haben ja jetzt schon ja, April. Ja, und immer wenn die Butterblumen das erste Mal blühen, dann sollte man seine Zwiebelgewächse draußen schützen, weil dann kommen auch die Zwiebelfliegen raus. Und somit kommt jetzt hier über den Knoblauch ein Gemüseschutznetz. Ja, so gleich ist es noch nicht. Ja, wie gesagt. Und jetzt noch ein kleiner Trick. Der Knoblauch, der braucht ja nicht viel Platz im Beet und streut ein bisschen Dill dazwischen. Weil der Dill wächst einfach als Beikraut zwischen den Knoblauch. Und weil Dill auch geschützt werden muss mit dem Netz, da kommen immer diese weißen Fliegen und machen den ganz schnell kaputt. Das ist ganz praktisch, wenn man die beiden Kulturen zusammen wachsen lässt, ja. Und hier kommen weitere Zwiebeln hin, sind so eine birnenförmigen Ovalen. Die haben mir wirklich gut gefallen. Die werde ich in diesem Jahr auch machen. Ja, die werden doch relativ groß, ja. Mit Stuttgarter Riesen habe ich noch nie so wirklich Erfolg gehabt, ja. Die werden bei mir immer eine, ja, so halb groß, ja. Natürlich im zeitigen Frühjahr sollten die Nistkästen sauber gemacht werden. Es sollen ja auch wieder neue Vögel einziehen, ja. Und vergesst nicht, dieses Brettchen da hinterm Loch, also in der Innenseite einzubauen, damit da hier der Waschbär nicht rumgreifen kann. Das ist mir im letzten Jahr nicht passiert. Da hat da der Waschbär einfach die Küken rausgeholt, ja. Und das war echt traurig, ja. Sauber gemacht und wieder aufgehangen. Natürlich kommen jetzt auch noch andere Aussaaten in den Boden, wie Karotten. Ja, hier haben wir verschiedene Sorten von der Urmöhre, eine gelbe Sorte, eine orangene und die normalen Buntmöhren, sage ich mal. Ja, jetzt werden auch so langsam die
Bäume grün, die Sonne wird immer stärker. Ja, die meiste Arbeit ist wirklich ja, im Frühjahr zu erledigen, ja, die ganzen Beete aufdüngen und hat man erstmal alle Saaten drinne und alle Pflanzen gepflanzt, Mitte bis Ende Mai, dann hat man wirklich schon einen Großteil der Arbeit hinter sich. Ja. Man denkt immer so, die Hauptarbeit ist im Sommer oder so, gießen natürlich, aber hat man erstmal alle Pflanzen drin, ist der Boden gedüngt und es wächst alles, dann hat man schon einen Großteil hinter sich. Ja, hier habe ich mir noch ein bisschen Mulchmaterial besorgt, also einfach Hackhäcksel ja, aus Bäumen und Sträuchern von der Stadt. Das liefert mir immer mein Onkel. Und das kann man gut für die Wege nehmen. Ihr seht ja, ich benutze auch Stroh für die Wege. Zu Hause sind natürlich noch die Tomatenpflanzen, die fleißig unter Kunstlicht wachsen. Die kommen jetzt auch bald raus. Ja, der Spinat sieht jetzt schon richtig üppig aus. Und den können wir jetzt auch schon ernten. Ja? Wir haben ja eine Beetfläche von ja, gut 3 Quadratmeter, würde ich sagen. Und ich denke, von der ganzen Fläche habe ich bestimmt 20 Kilo Spinat ernten können. Ja? Wenn man sich mal überlegt, wie teuer so ein Spinat ist, ja, so ein kleines Tütchen mit 200 Gramm oder was, bei Rewe kostet dann schon mal 2,20 € oder so. Echt wahnsinnig teuer als Gemüse geworden ist, ja. Lässt sich auch meine Mutti im Garten blicken, die hat sich gleich mal ein Bund Radieschen geholt. Ja. Und jetzt kommen wir so langsam in den Mai. Ihr seht, die ganzen Bäume blühen und auch die Tulpen kommen raus. Das ist die schönste Zeit des Jahres, wie ich finde. Wenn die Bäume blühen und die Sonne so richtig kräftig wird, ja, da macht es richtig Spaß im Garten zu sein, ja. Kann man echt nicht meckern. Ich zeige die Radieschen immer so gerne und so oft. Da ist man auch wirklich stolz. Auf die ersten Radieschen ist man einfach mal stolz. Ja, und jetzt im April, Mitte April, kommen natürlich dann die ganzen Kürbis, Gurken, Zucchini, Aussaaten in den Topf oder in den Boden, wie auch immer. Ich bin ja total der Kürbis- und Gurken-Fan, auch Melonen-Fan. Ja, die Radieschen werden immer größer. Ihr seht, ich ernte hier fleißig und die Beetfläche, die wird auch immer leerer. Auch ein paar junge Zwiebelchen kann man schon mitnehmen. Und der Pak Choi, der ist jetzt auch schon wunderbar, wie schön der jetzt schon ausschaut, ja. Wie aus dem Bilderbuch. Eigentlich eine Herbstkultur, die man im August aussieht, aber ihr seht, es funktioniert auch super im Zelt im Frühjahr. Ja, darf halt nicht zu warm sein. Wenn es zu warm wird, dann kann es sein, dass er auch mal schnell in die Blüte geht. Ja, ist nicht weiter tragisch, aber ja, er soll ja nicht in die Blüte gehen. Er soll ja, schön kräftige Blätter ausbilden. Auch der Pak Choi ist mittlerweile richtig teuer, also 5 Stück fast um die 3 Euro. Ja. Sieht ja nicht schön aus. Ja, jetzt im April, Mai kommen auch natürlich die Salatjungpflanzen raus. Ja, Frost wird jetzt nicht mehr wirklich erwartet. Und hier habe ich Lollo Rosso, Lollo Bionda und auch. Ja, ich glaube, normalen hier so ein, wie heißt der? Roma-Salat. Ja, sind gut 100 Salate, würde ich sagen, die wir jetzt hier einpflanzen. Ja. Ja, und so langsam kommen auch die rosanen Pfirsichblüten raus. Und wir pflanzen auch die ganzen Kohlpflanzen. Hier haben wir Brokkoli-Pflanzen. Brokkoli muss jedes Jahr dabei sein. Die Sorte ist hier Marathon.
der ist auch frosthart. Also könnt ihr ruhig im April schon pflanzen. Da passiert gar nichts. Ja, auch wenn mal ein kleiner Frost kommt, hält er schon aus. Ja, und wenn der Kuckuck das erste Mal ruft, dann könnt ihr die Kartoffeln setzen im Freiland. Und das machen wir hier dieses Jahr nur ein kleines Kartoffelbeet und große Kartoffelsorten setze ich immer im Abstand von 50 cm zu 50, also zur Reihe. Und dann habe ich hier noch eine zweite Kartoffelsorte angebaut, und zwar so Drillinge, also so eher so eine kleinere Sorte. Da kann man ruhig ein paar mehr reinmachen. Das ist kein Problem. Übrigens sind das Kartoffeln, die jetzt einfach übrig geblieben sind. Das sind keine richtigen Saatkartoffeln. Also ganz ehrlich, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Ich merke da keinen großen Unterschied, was vom Ertrag mehr oder weniger ist. Ja, also ihr könnt ganz normal Kartoffeln nehmen, die übergeblieben sind und die gekeimt sind. Ja, und die wachsen ganz normal und da kommen auch richtig gute Kartoffeln raus. Also ich muss jetzt nicht das teure Pflanzgut kaufen. Ja, Pflanzkartoffeln sind ja richtig teuer. Und das mache ich auch schon seit Jahren so. Ja. Also wirklich kein großer Unterschied, was den Ertrag am Ende ausmacht. Ja. Ja, wird alles schön glatt gemacht. Und weiter geht's. Ja, was für ein tolles Licht. So, jetzt pflanzen wir die dicken Bohnen, also Puffbohnen oder Pferdebohnen, wie auch immer. Ich habe die in diesem Jahr, also im letzten Jahr, Töpfe vorgezogen, weil manchmal klappt es nicht so mit der Direktaussaat, habe ich immer Pech mit gehabt, und deswegen habe ich die einfach in Töpfe im Gewächshaus vorgezogen. Manchmal brauchen die doch ein bisschen wärmeren Boden. Es gibt ja auch Sorten oder manche pflanzen die sogar schon im Februar, sehen die im Februar im Freiland, aber damit habe ich noch nicht so Glück gehabt. Ja? Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das macht. Übrigens ist die Puffbohne oder hier die dicke Bohne nicht mit der eigentlichen Bohne verwandt. Deswegen kann man sie auch roh essen. Ja? Also die normalen Bohnen, also wie Stangenbohnen oder Buschbohnen, halten ja Farsin, so ein Gift. Und deswegen muss man Bohnen immer kochen. Aber diese Puffbohnen hier, die sind mit den Erbsen eher verwandt. Und deswegen kann man die roh essen. Ja, ihr seht, die Radieschen sind verschwunden. Zum großen Teil, und jetzt kommt ja nochmal Salate hin. Die wachsen hier sehr schnell. Man muss die Zeit nutzen. Das Frühjahr ist nicht wirklich lang und dann nachher wird es zu warm. Dann kann man die Salate auch schon wieder im Gewächshaus vergessen, weil sie sonst schießen würden. Ja, auch die Karotten, die sind jetzt gekeimt und da machen wir auch ein Gemüseschutznetz rüber. Also die Karotten müssen auch geschützt werden, weil dann auch da Fliegen rangehen und ihre Eier ranlegen. Ja, die Salate sind gut angewachsen, ihr seht es. Ja. Immer schön locker halten. Sieht auch wunderbar aus. Hier mache ich ein Netz rüber, damit keine Rehe bzw. auch Tauben oder der Fasan pickt auch gerne mal die jungen Salate an. Ja. Hier haben wir die ganzen Kohlpflanzen und die pflanzen wir jetzt hier oben hin. Das sind verschiedene Blattkohlsorten, roter Grünkohl, Grünkohl, Palmkohl, Blumenkohl, Rotkohl und Romanesco. Da Kohl sehr viele Nährstoffe braucht, auch viel Stickstoff, gebe ich immer ins Pflanzen noch ein bisschen Guano mit rein. Ja.
Guano übrigens ein sehr guter Kohldünger, ja. So, so langsam wird alles grün. Ja. Das ist doch richtig schön. Ja, weitere Kohlpflanzen kommen hier unten hin und auch Maispflanzen, weil wir sind jetzt schon ja, Richtung Ende Mai, Mai, Mitte Mai. Die Eisheiligen kommen nicht mehr. Und jetzt pflanzen wir ja, einen Großteil der Pflanzen. Hier ist Kohlrabi bei und wie gesagt, die Maispflanzen. Meine Lieblings-Maissorte, Tatonka. Ja, ist wirklich ein toller Mais. Der schmeckt so süß. Kann man roh essen oder gegrillt. Ja, immer, baue ich jedes Jahr an. Eine tolle Sache. Ich glaube, in diesem Jahr mache ich vielleicht mal ein bisschen mehr. Ja, und auch der Kohl muss mit dem Gemüseschutznetz geschützt werden, weil auch da Kohlweißling, Schmetterlinge ranfliegen und ihre Eier ranlegen, ja. Und natürlich auch Rehe fressen gerne junge Kohlblätter, ja. Ja, und im Mai natürlich werden Bohnen gelegt. Der Boden ist schon warm genug. Natürlich habe ich hier auch ein Ranggerüst für meine Böhnchen und für meine Stangenbohnen und das mache ich mit einer Fahrradfelge und einer Eisenstange und dann natürlich die Schnüre, wie so ein Zelt aufgebaut. Das mache ich auch schon seit Jahren so. Funktioniert wirklich gut. Ja. Auch die Bohnen habe ich im Zelt vorgezogen, weil es einfach besser funktioniert. Ja. Also viele Bohnen, wenn man sie dann direkt legt, gehen nicht auf oder verschimmeln oder die Schnecken machen die kaputt. Im Gewächshaus hat man dann eine bessere Kontrolle. Ist natürlich auch wärmer und das mache ich jetzt jedes Jahr so. Einfach in Töpfen vorziehen und dann als Jungpflanze setzen. Ja. Ihr seht, ich mulche überall, wo ich kann, weil das ist natürlich auch eine Arbeitserleichterung. Der Boden trocknet nicht so schnell aus und das Beikraut kommt da nicht so schnell durch. Ja. Das müsste man ja überall mal Beikraut wegpflücken. Ja. Und das ist wirklich nervig. Ja. Mulcht schön, ist immer ein Vorteil. Natürlich mögen das auch die Wühlmäuse, da werden wir nachher noch sehen. Die ist jedes Jahr mein Unglück. Ja, Folie drüber. Ja, so sieht jetzt mein Tomatenhäuschen aus. Wie gesagt, 36 Quadratmeter, 6x6 Meter ist die Fläche. Und jetzt pflanzen wir hier die ganzen Tomatenpflanzen. Ist immer wahnsinnig. Am Anfang sehen sie noch so klein aus und so schwächlich, aber ein paar Wochen später sind es schon so große Pflanzen. Ja, ist immer wahnsinnig, wie schnell diese Tomatenpflanzen dann wachsen. Ja, gerade für Gartenanfänger ist es immer ein Wunder. Ja, also wenn man jetzt überlegt, in 2, 3 Monaten sind diese Pflanzen dann auch 2 Meter groß. Ja, also das ist wirklich wahnsinnig, wie schnell die wachsen. Da die ganzen Tomatenpflanzen. Das Tomatendach eine ganz einfache Konstruktion. Ja, wie gesagt, mit der Folie kann man besser machen, aber kostet halt auch Geld. Ja. Ja, vorne, ihr seht, im Gewächshaus, der Spinat ist weg und jetzt habe ich da Gurken und Melonen hingepflanzt, weil jetzt ist die Zeit, wo das Gewächshaus ja, von den Frühjahrskulturen befreit wird. Geerntet wird und dann halt die ganzen Sommerkulturen reinkommen, ja. Auch der Rucola wird geerntet, die Zwiebeln jetzt auch alle. Schöne junge Lauchzwiebeln oder junge Zwiebelchen. Wie gesagt, ich bin da voll der Fan von. Auch der Dill kommt jetzt, habe ich einfach am Rand gepflanzt. Und die Salate sind jetzt auch zu erntereif. Ja, frischer Dill ist was richtig Schönes, ja. Ich liebe ja Dill, ja. Hier eine Woche später, der wächst ja auch relativ schnell. Ihr seht, das Gewächshaus wird immer leerer.
Ja, und da die Eisheiligen vorbei sind, oder auch gar nicht gekommen sind in diesem Jahr, also bei uns zumindest nicht, pflanze ich jetzt hier die Kürbisse. Und zwar in Pflanzlöcher, da kommt immer eine schöne Fuhre Mist rein und dann alles schön abgemulcht mit Stroh und fertig. Martin ist auch fertig, weil alle Pflanzen sind jetzt gepflanzt. Ja, da ist man immer froh, dass es vorbei ist. Ja. Ja, im Gewächshaus, wie ich versprochen habe, junge Kartoffeln für den Spargel. Ja, funktioniert auf jeden Fall. Natürlich kann man die jetzt noch länger drin lassen, wenn man möchte, dann werden sie noch ein bisschen größer. Aber schreibt mal in die Kommentare, wer von euch schon mal Kartoffeln im Mai geerntet hat. Ja, die haben auch eine ganz dünne Schale. Wie gesagt, von der kleinen Fläche, das waren jetzt hier 2 Quadratmeter, dann 5 Kilo Kartoffeln runterzuholen im Frühjahr, ist doch nicht verkehrt, oder? Und die Karotten im Gewächshaus, die jungen Fingermöhrchen, die zarten Möhrchen, sind jetzt auch so langsam zur Ernte bereit. Wie gesagt, ich lasse die jetzt auch nicht mega groß werden. Die sollen einfach nur, ja, als frisches Gemüse da sein, dass man was, ein bisschen was zum Knabbern hat, ja. Auch die Salate draußen kann man jetzt ernten. Ja, ihr seht, ich ernte die jetzt schon sehr klein, weil die Wühlmaus mir alles kaputt gemacht hat. Also die hat jeden Salat untergraben und da sind die einfach nicht mehr weitergewachsen. Ja, so eine Probleme hat man halt im Biogartenbereich. Ja, hier geht's weiter. Hier haben wir eine Pilzzucht angelegt mit verschiedenen Holzsorten. Hier haben wir Weide, Ahorn und auch Buche. Da bin ich sehr gespannt, weil diese Pilzzucht wird erst in diesem Jahr, also jetzt im Frühjahr, Ertrag bringen. Da bin ich sehr gespannt, was wir da an Pilzen ernten können. Ihr seht ja, ich habe ja schon eine Pilzzucht hier mit Zitronenseitling. Und die bringt mir jedes Jahr, also wirklich gute Pilze. Das kann ich nur wirklich jedem empfehlen, wenn ihr eine schattige Stelle habt im Garten, wo sonst nicht viel wächst. Die feucht ist, legt euch da ein Pilzbeet an. Das bringt mehrfach im Jahr Pilze. Und ja, ich bin sehr gespannt, was in diesem Jahr dabei rauskommt. Ich habe 3 Sorten dazu geholt. Also hier nochmal Zitronenseitlinge. Seht ihr gleich, wie ich die Stämme eingrabe. Austernseitlinge, Rosenseitlinge und Shiitake. Aber die Shiitake kann man immer nur im Herbst, Winter ernten, ja. Da hat man auch mal eine versetzte Pilzernte. Ja, die Limonseitlinge, die kommen immer zeitig im Frühjahr, immer wenn das Wetter stimmt, wenn es feucht genug ist, auch manchmal mitten im Sommer und dann nochmal im Herbst. Ja, ist immer eine tolle Sache. Pilze immer schon sehr teuer. Hier seht ihr, wie ich die Pilzzucht angelegt habe. Bin ja echt gespannt, was da in diesem Jahr, ja, rumkommt. So ein dicker Baumstamm, der hält übrigens mehrere Jahre. Also wenn ihr jetzt so einen dicken Baumstamm hier eingrabt, der mit der Pilzbrut infiziert ist, der hält locker 10 Jahre. Da könnt ihr 10 Jahre oder ja, vielleicht 7 Jahre Pilze von ernten. Ja? So ein dünnerer Stamm hier, den ihr hier seht, der hält vielleicht ja, 3, 4 Jahre, bis er dann komplett zersetzt ist und dann der Pilz weg ist. Ja? Aber eine tolle Sache hier mitten im Mai, die erste Schubkarre voller frisches Gemüse: Karotten, Kartoffeln, Salate, Pilze, Radieschen und die ersten Zwiebelchen. Sieht doch wunderbar aus. Zwischendurch fahre ich auch ein bisschen angeln, habe ein paar Aale gefangen, schöne Frühjahrsaale. Ich liebe ja Fisch. Und gerade Aal ist ja geräucherter Aal, sehr lecker, ja. Also ich liebe ja geräucherten Aal. Da. Aber der ist ja auch mittlerweile so teuer geworden. Ich glaube, geräucherter Aal kostet 1 Kilogramm, ja, um die 70 Euro mittlerweile. Das Gewächshaus hat sich auch wieder ganz Stück verändert. Tomaten sind eingezogen, die sind schon angewachsen. Hier haben wir Basilikum hingepflanzt für die Tomaten, für den Tomatensalat, Tomatensoße später.
Und ja, die Gurken sehen auch gut aus. Die können jetzt hier rüber wachsen. Der Dill ist jetzt schon in der Blüte. Also der wächst ja auch immer so schnell. Es ist ja auch schon ziemlich warm im Gewächshaus. Ja, die Karottchen, die letzten, die kommen jetzt auch raus. Hinten sind noch Auberginen eingezogen. Verschiedene Sorte, weiße, schwarze und ja, violette. Ganz hinten im Gewächshaus sind noch Süßkartoffeln und hinterm Dill Paprika und Chilis. Ja, die Süßkartoffeln, die vermehre ich jedes Jahr aus meinen eigenen Süßkartoffeln. Ja, und die Tomaten, ja, nach gut 2 Wochen sind die ein ganzes Stück gewachsen. Ja, ihr seht das, wie schnell die tatsächlich wachsen. Ja, hier kommt überall noch Topinambur raus, weil ich habe im letzten Jahr da Topinambur gehabt. Ja, hat man sie einmal, hat man sie immer. Auch die Kohlpflanzen sehen ja super aus, schön gesund. Kann man sich jetzt auch schon die ersten Kohlblätter nehmen und die roh verzehren im Salat. Ist ja wirklich eins der gesündesten Gemüse überhaupt. Und die Kartoffeln sehen auch wunderbar aus. Wurden jetzt auch schon das erste Mal angehäufelt. Hier haben wir Pastinaken und Haferwurzel. Ein paar Lücken sind im Beet, weil die Wühlmaus wieder Gas gegeben hat. Natürlich sind die Tomatenpflanzen jetzt schon ziemlich hoch und weil sie jetzt so langsam umkippen, müssen natürlich alle hochgebunden werden. Ja? Auch für einen Haufen Arbeit. Nehmt bitte immer Sisal oder Jute-Schnur, weil wenn ihr die nachher im Herbst, im Winter abbaut, könnt ihr die einfach auf den Kompost machen und die verrottet, ja. Also nehmt niemals Plastikschnüre, da habt ihr nur Ärger. Ja, ihr seht ja, Brokkoli wächst auch gut, aber die Schnecken freuen sich genauso gut. Die freuen sich richtig. Manche Brokkoli-Pflanzen hatten bestimmt 100 Schnecken dran und die haben mir echt meinen ganzen Brokkoli kaputt gemacht. Ja. Ein paar konnte ich dann noch ernten, aber das war wirklich ärgerlich. Ja. Ich habe in den letzten Jahren nicht so Probleme mit Schnecken gehabt, aber in diesem Jahr war es wirklich schrecklich. Ja. Die ganzen Wegschnecken, spanische Wegschnecken, muss ich in diesem Jahr mal ein bisschen genauer hingucken. Weil, wie gesagt, unter dem Netz sieht man die nicht und dann ist der Brokkoli, gerade die Jungsprosse, ganz schnell mal weggefressen und dann ärgert man sich. Ja. Hier sind noch mal ein paar Fingermöhrchen. Sehen ja auch sehr schön aus. Ja, der Martin freut sich, er tanzt. Ja, man kann ruhig jetzt schon die ersten Blattkohl ernten. Ist eine tolle Sache. Ja. In Smoothie rein, ist ja auch die Smoothie Mix, Mischung, sag ich mal. Ja. Auch den ersten Basilikum kann man ernten und auch wieder Zwiebelchen, Junge. Also das erste Grün ist auf jeden Fall am Start. Ja. Ja, und Erbsen natürlich auch. Im Juni, wir kommen so langsam in den Juni an und da kommen auch die ersten Erbsen, die man ernten kann, also Kaiserschoten. Ja. Da haben wir eine schöne Ernte eingefahren. Ja, die goldene Stunde im Garten, die liebe ich ja. Die letzte Stunde im Garten ist wirklich die schönste Zeit vom ganzen Tag, wie ich finde. Ja, die Tomaten wachsen jetzt richtig schnell. Wir haben es jetzt ungefähr ja, Juni und Tomaten haben jetzt schon fast 1 Meter erreicht. Die sehen alle gut aus. Immer schön hochbinden, ausgeizen. Ja. Und die dicken Bohnen kommen jetzt auch so langsam. Kann man jetzt auch schon ernten. Also die Puffbohnen. Ist ein richtig feines Gemüse an sich. Ja. Ist ja eher so in einer türkischen Küche bekannt. Also diese Fave-Bohnen, auch in der französischen ist sie sehr beliebt, aber es ist halt ein bisschen Arbeit. Diese dicken Bohnenkerne muss man ja auspuffen.
poolen und dann nochmal blanchieren und dann diese wirklich kleinen, sehr zarten Bohnenkerne kann man dann essen. Es ist ein wirklich feines Gemüse, kommt halt nicht viel rum, aber ist halt sehr lecker. Ja, der Knoblauch, der wurde jetzt auch komplett von der Fledermaus untergraben und dann habe ich ihn einfach schon geerntet, ja, also der hätte wahrscheinlich noch einen Monat länger stehen können oder vielleicht sogar eineinhalb, aber was bringt's, wenn er überhaupt keine Bodenhaftung mehr hat, ja. Ja, und auf dieses Beet sind dann Kürbispflanzen und ja, Korn gezogen, ja, wie gesagt, der Brokkoli hier von den Schnecken sehr befallen, aber ein paar konnte ich ernten, die sahen auch wirklich gut aus, aber ich muss in diesem Jahr wirklich aufpassen, dass da nicht da die Schnecken rangehen, ja, wenn es mal ein bisschen mehr regnet, ja, wie gesagt, im letzten Frühjahr hat es wirklich viel geregnet und dann sind die Schnecken explodiert, ja, also von der Population. Ja, und jetzt kann man natürlich auch die ersten Blumenkohl ernten und auch Romanesco ist zur Ernte bereit. Klein, aber fein, würde ich sagen. Sieht aber gesund aus, ja. Also Romanesco und Blumenkohl, eigentlich gar nicht so leichte Kulturen, ja. Da gehen immer wirklich viele Schädlinge ran, aber sieht gut aus. Drei verschiedene Kohlsorten sind mir gelungen. Ja, und wie gesagt, der Knoblauch, ein bisschen klein, hätte größer sein können. Aber wie gesagt, was ist machen, wenn die Wühlmaus da ihr Spaß hat, da kann man nicht viel machen. Ja. Ja, die nächste Ernte, auch die ersten Beeren sind jetzt zur Ernte bereit. Johannisbeeren und Stachelbeeren, Kirschen sind auch zur Ernte bereit. Wie gesagt, das Frühjahr war sehr nass. Natürlich kommt es den Kohl zugunsten. Kohl braucht viel Wasser und auch viel Stickstoff. Und hier habe ich schon die erste Brennnesseljauche und da dünge ich natürlich auch mit. Da benötige ich ungefähr 600 Liter im Jahr, also 3 Regentonnen mit Brennnesseljauche. Das tut den Kohl ganz gut. Man kann ruhig auch mal ein bisschen über die Blätter machen. Dann hat man so eine leichte Blattdüngung. Ja. Wir kommen jetzt so langsam in den Juli oder Juli. Ja, und dann ist es passiert. Ich hatte einen Unfall. Ich habe mir den Arm bzw. die Schulter gebrochen beim Fahrradunfall. Dann hat sich natürlich wieder alles geändert. Alles ging langsamer. Es hat mich richtig genervt. Aber jetzt, nach mehreren Monaten, geht es mir natürlich wieder besser. War eine schwierige Zeit. Der Garten muss trotzdem bewässert werden. Ja, das war keine schöne Zeit. Ja, natürlich im Juli die ersten Gurken zur Ernte bereit. Zwiebeln kann man jetzt auch schon ernten. Und der Garten explodiert förmlich. Ja, auch das Gewächshaus sieht jetzt schon wieder ganz anders aus. Es ist wirklich voll im Wachstum. Die Gurken sind explodiert und auch die Tomaten sind jetzt schon fast mehr ans Dach rangewachsen. Melonen sehen gut aus, wirklich eine tolle Sache. Ich liebe es ja, wenn es alles so ein bisschen urwaldmäßig aussieht. Die Tomaten haben jetzt auch schon eine Wuchshöhe von 1,50 Meter. Jetzt gibt der Garten wirklich Vollgas, ja. Auch der Rosenkohl sieht gut aus. Der Mangold sieht auch gut aus. Auch die ersten Zucchinis kann man jetzt ernten, nachgesetzt, also Jungpflanzen. Der Mais sieht auch gut aus, der ist jetzt in der Blüte und die ersten Maiskolben wachsen. Ja, jetzt kommen so lange die ganzen Ernten. Hier schön feine Auberginen, Zucchini und so langsam bekommt man seinen Lohn, also seine Ernte, die man endlich einfahren kann. Ja. Gurken ohne Ende. Was ich an Gurken ernten konnte, ja, das war echt der Wahnsinn.
Noch sehen die Gurkenpflanzen auch gesund aus, ja. Das kann ja immer schnell, kann sich ja immer schnell ändern, ja. Aber kann man wirklich täglich da kiloweise Gurken rausholen, ja, kleine, große, wie man möchte. Man kann ja auch kleine Cornichons einlegen oder ein bisschen größere, macht man sich Schmorgurken, so wie man möchte. In Hülle und Fülle kann man sich da bedienen. Natürlich ist der Garten nicht nur für mich da, sondern auch für die Natur. Ich habe da so eine Insektenvielfalt, ja, und Vögel und wirklich Eidechsen, Schlangen, alles ist da, ja. Manchmal sogar Frösche. Wenn draußen zu trocken ist, dann kommen die Frösche in meinen Garten. Ja, hier haben wir den Porree, der ist jetzt auch zur Ernte bereit. Der Sommerporree. Ja, und weil wir jetzt so Richtung August gehen, kann man auch schon mal die ersten Kartoffeln ernten, ja. Und ihr seht, egal ob jetzt Setzkartoffeln oder beziehungsweise Saatkartoffeln oder gekaufte, es bringt keinen Unterschied. Der Ertrag ist so ziemlich der gleiche, ja. Na, hier ein schönes buntes Bund Mangold von Mutti. Die freut sich immer. Und auch die Möhrchen kann man jetzt schon wieder ernten. Nach und nach kann man sich immer ein paar rausziehen. Ja, sehen auch wunderbar aus. Immer schön mit Netz, dann habt ihr auch kein Problem mit diesen Maden. Ja. Hier auch mal ein kleiner Erntetisch von verschiedenen Kulturen. Und die ersten Bohnen konnte ich jetzt auch schon ernten, ja, also Stangenbohnen. Ich mache jedes Jahr die 100 Gemüsesorten-Challenge. In diesem Jahr habe ich es nicht ganz geschafft, ja, wegen der Verletzung auch. Aber in diesem Jahr werde ich es wahrscheinlich auch wieder versuchen. Ist ja gar nicht so leicht, 100 Gemüsesorten wirklich durchzukriegen, ja. Jetzt ernten wir nochmal ein paar schöne Auberginen, ja. Die waren in diesem Jahr wirklich sehr gut. Die Sorten waren hier Black Beauty, Moneymaker, Lucilla, glaube ich, und Eisberg oder die weiße weiß ich nicht genau. Ja, aber Auberginen waren dieses Jahr, im letzten Jahr, sehr gut. Ja, und die erste Tomate leuchtet schon. Ja, die Tomaten werden jetzt auch so langsam reif. Wir gehen ja so langsam in den August. Da freut man sich immer drauf. Da wartet man auch sehr lange drauf, dass man die ersten Tomaten erntet. Und da sehen wir schon die ersten leuchtend roten Tomaten. Ich hatte dieses Jahr, glaube ich, so um die 15 verschiedene Sorten. Ja, manche waren weniger gut, wie diese hier zum Beispiel. Die hat mir überhaupt nicht gefallen, diese birnenförmige Rot-Orange. Ja, wie gesagt, Kartoffeln haben wir jetzt auch zur Ernte bereit. Ja, ich ernte die manchmal ein bisschen früh. Man könnte jetzt das Kraut noch wirklich absterben lassen, aber ich brauche das Beet, weil ich möchte da nochmal eine neue Kultur anpflanzen, aussehen, wie auch immer. Und ihr wisst ja, das Jahr ist schneller vorbei, als man denkt. Weil hier habe ich nochmal Kartoffeln gesetzt. Und zwar, wir sind jetzt im August und im August ist die richtige Zeit, um nochmal Kartoffeln zu setzen. Die sind dann so Richtung September, Oktober dann fertig, ja. Also ihr könnt locker zweimal im Jahr Kartoffeln setzen. Ja. Ja, und der Lauch. Die Gurken wachsen und wachsen. Körbeweise kannst du jetzt ernten. Ja. Ich habe ja drei, vier verschiedene Gurkensorten. Sind eher so Landgurken dieses Jahr, im letzten Jahr gewesen, ich sage immer in diesem Jahr. Ja. Ja, hier die Böhnchen, ihr seht es hier, die Wühlmaus, die hat wirklich überall gegraben, ja, und das ist halt dann wirklich auch nervig, weil die ganzen Pflanzen den Wurzelkontakt verlieren und da ärgert man sich zu Tode, ja. Aber andere Sachen freuen ja natürlich wieder, wie hier die kleine Kohlmeise, wie sie rauskommt. Das erste Mal
das Tageslicht erblickt. Ja, das ist natürlich ein richtig toller Moment gewesen. Hier auch im Treibhaus sind die ersten Tomaten, Fleischtomaten zu erntereif. Die Tomatensorten, die Vielfalt, die kunterbunt gemischt. Also ich finde es ja wirklich toll. Auch ist für die Insekten gesorgt. Viele Blumen habe ich im Garten. Ja, weil wir so viele Gurken haben, kann man sich natürlich auch eine schöne Portion Schmorgurken kochen, ja. Ihr wisst ja, ich koche ab und zu mal im Garten. Ich würde gerne viel mehr kochen, mehr Kochvideos für euch machen, ja, aber ihr wisst ja selber, die Zeit ist kaum da, wenn der Garten erstmal am Wachsen ist, man muss sich darum kümmern, der muss ja auch ordentlich aussehen, das mache ich ja für euch. Und dann noch mal ein Kochvideo hinterher zu zaubern, ist gar nicht so leicht, also vom Zeitmanagement her. Ja, hier gab es jetzt ja eingelegte Plötze, ja, also Art Hering, so Brathering-Style, Schmorgurken und Kartoffeln. Das ganze Essen habe ich selbst erzeugt. Das ist ein starkes Gefühl. Ja. Fisch selber gefangen, Gurken, Kartoffeln selber angebaut und dann auch selber gekocht, ja. Was gibt's Besseres, ja? Ich hab, also das ist wirklich das Gefühl, freut er sich, ja. Die Tomaten kommen alle. Tomaten, Deutschlands beliebtestes Gemüse oder Fruchtgemüse, ja. Ja, dann habe ich mir auch natürlich eine schöne Tomatensauce gekocht, ja, so wie es gehört, ja. Euch die ganzen Videos gerne nochmal an. Wie gesagt, ist ja alles ein Querschnitt aus dem ganzen Jahr, was ich im Garten für Erfolge hatte oder auch Misserfolge. Das Gartenjahr 2022 war an sich ganz gut. Also mir hat es wirklich gut gefallen. Hat stellenweise ein bisschen trocken, aber das hat man halt jedes Jahr. Ja, auch die Kürbispflanzen sind jetzt voll am Wuchern, da wo der Knoblauch vorher war. Wie gesagt, die Beete werden jetzt Stück um Stück abgeerntet und kann man durchaus noch mal eine Herbstkultur raufsetzen, wenn man Lust und Laune hat. Ja, und ein paar Gemüse, die jetzt über sind, verkaufe ich auch an einen kleinen Hausstand. Das ist vollkommen okay. Da sagt keiner was. Nennt sich landwirtschaftlich und forstwirtschaftliches Urerzeugnis. Da muss man auch keine Steuern zahlen. Keine Angst, ihr könnt ruhig euren Stand dahinstellen und für humane Preise euer Gemüse an den Mann bringen. Soll natürlich nicht verschimmelt sein. Sollte schon ordentlich sein. Aber das ist, denke ich, selbstverständlich. Ja. Ja, wir gehen so langsam in den September rein. Der August ist so langsam vorbei. Und ja, die ersten Kürbisse sind zur Ernte reif. Hokkaido-Kürbisse sind immer die ersten, die dann reif sind. Ja. Ist auch eigentlich mein Lieblingskürbis. Der Butternut ist auch nicht verkehrt. Ja. Ja, und hier die ersten Melonen sind reif. Hier haben wir so eine Cantaloupe-Melone und die ersten Paprika kommen auch schon dazu. Also es wird immer bunter. Ja, in diesem Jahr habe ich kaum gefilmt, die Süßkartoffeln. Ein paar gute waren dabei, aber wie gesagt, ich habe sie einfach nicht gefilmt.
weil ich auch krank war. Ich konnte gar nicht so, so viel Leistung bringen. Also mein Arm musste erstmal wieder heile werden, sag ich mal, ja. Aber hier seht ihr ein paar Exemplare von den Süßkartoffeln. Schöner, bunter Erntekorb. Alles dabei. Obst, Gemüse, Fruchtgemüse. Da kann der Gärtner doch stolz sein, mit so einer schönen Ernte den Garten zu verlassen. Ja. Da hat sich die ganze Arbeit auch gelohnt. Meine Mama natürlich mal bei Manfred im Garten. Der hat so einen kleinen Hausgarten. Da ist auch ein Paradies vom Feinsten. Ja, da wächst die Traube, die Banane. Man denkt, man ist irgendwo im Ausland, aber nein, es ist nur ein paar hundert Meter vom meinem Garten entfernt, ja. Echt wahnsinnig. Guckt euch auch das Video gerne mal an, mit seinen nahezu 5 Meter hohen Bananenstauden, ja. Echt Wahnsinn, ja, dass die Bananen auch in einer Saison so hoch wachsen, ja. Die frieren ja im Winter immer komplett runter, ja. Echt ein Paradies, was er sich da auf seinen Hof ja, aufgebaut hat. Ja. Ja, wie gesagt, die ersten Zuckermelonen sind reif. Ja, das riecht man auch. Die Zuckermelonen sind immer dann reif, wenn sie auch wirklich danach riechen. Ja. Hatte drei, vier verschiedene Sorten. Ja, drei sind auf jeden Fall davon reif geworden. Ja. Diese ovale nicht wirklich, die baue ich auch nicht mehr an. Die wird immer. Die ist in den letzten Jahren auch nicht wirklich gut gewesen. Also nur wegen der Sorte muss ich die nicht anbauen. Ja? Die, auch die Wassermelonen sind nur halb so gut geworden, wie ich mir das erhofft habe. Ja? Also ich werde in diesem Jahr nochmal einen Neustart versuchen auf einer anderen Fläche mit mehr Sonnenlicht. Ja? Die waren im Endeffekt reif, die Melonen, werdet ihr auch gleich sehen, aber die kommen halt nicht an Manfred seine Melonen ran. Ja? Der hat immer bessere Melonen. Hier seht ihr nochmal eine aufgeschnittene, die waren reif, kann man auch mit zufrieden sein, aber Manfred hat da schon was anderes abgeliefert und da bin ich halt ein bisschen neidisch und das muss ich auch in diesem Jahr mal rankommen. Ja? Da seht ihr auch meine größte Tomate für dieses Jahr, die war 950 Gramm oder 850? Ich glaube 950 Gramm. Ja, ihr seht da mal die Melonen von Manfred, gelbe und auch die rote. Die waren wunderbar. Die schmecken besser als aus dem Supermarkt. Da kann man schon echt neidisch sein, ja. Guckt euch auch das Video an. Wir machen ja jedes Jahr ein, zwei Melonen-Videos. Ja. Ja, Manfred, der baut schon seit, ja gut, über 20 Jahren Melone an und auch jedes Jahr erfolgreich, ja. Auch wenn es mal ein bisschen mehr regnet. Ihr wisst ja, die Melonen sind immer ein bisschen pilzkrankheitsempfindlich, ja, und sterben dann immer schnell ab. Aber er hat mir gesagt, seit 20 Jahren baut er die erfolgreich an. Immer über eine Schubkarre voll hat er davon. Ja. Wir gehen langsam in den Herbst. Karotten werden auch Stück um Stück geerntet. Auch der Blattkohl sieht noch wunderbar aus. Die Tomaten haben jetzt ein Problem und wir werden auch gleich sehen, warum. Weil nämlich das Tomatendach eingestürzt ist. Das zeige ich euch gleich. Auch die Kürbispflanzen haben jetzt schon den Mehltau abbekommen. Ja, gehen jetzt auch Richtung Herbst. Tomaten werden immer fleißig abgeerntet. Das ist meine Mutter aber wirklich schnell, ja. Das Tomatendach ist eingestürzt, weil da hat sich Wasser drin gesammelt, werdet ihr auch gleich sehen. Und hat einfach mal sechs Leisten mit einmal durchgebrochen, ja. Dann nochmal die Ernte der
größten Ananastomate ist übrigens eine Ananastomate. Ich hatte schon mal eine über ein Kilo. Ja, vor 3-4 Jahren oder so. Die hatte 1032 Gramm, aber in den letzten Jahren habe ich es immer nur knapp verfehlt. Ja? Also, es gab in den letzten Jahren keine Kilo-Tomate. Wie hatte die? 809. Nicht 950. Ja, hier, wo der Mais stand, beziehungsweise auch Kohl, habe ich immer als Folgekultur Bohnen, also Buschbohnen. Die haben natürlich ein bisschen Mangel, ihr seht es. Ich habe die auch mal nochmal nachgedüngt, aber als Folgekultur nach Kohl gehen Bohnen wunderbar. Ja. Auch hier hinten, wo der Brokkoli stand, sind jetzt Buschbohnen gewachsen, grüne und gelbe, also Wachsbohnen. Ja, auch die Stangbohnen sind wunderbar gewachsen. Also das Gerüst sieht man überhaupt nicht mehr. Ne? Das ist echt Wahnsinn. Ja. Da hat sich ein Hausrotschwanz verirrt, aber nicht wirklich verirrt. Ja, wie gesagt, immer wieder kann man Gemüse ernten, ob es jetzt hier die Buschbohnen sind, Wachsbohnen oder immer mehr Auberginen, ja. Ihr seht, das Gewächshaus ist jetzt hier auch schon leer. Die Gurken sind raus, die waren nämlich krank. Und ich wollte noch mal eine andere Kultur reinbringen für Herbst, Winter, hat aber dann nicht mehr funktioniert. Ich war dann einfach zu kaputt. Ja. Hier sieht ihr noch mal eine schöne Ernte, weil auch der Würsing war jetzt für Ernte bereit. Und jetzt kommen die ersten großen Kürbisse dran, also hier diesen typischen Halloween-Kürbis. Hier nochmal eine ähnliche Variante, aber eher länglich. Ja, wir befinden uns jetzt so Richtung September, Oktober, ja, aber ja, die Kürbisernte in diesem Jahr war nicht schlecht. Die Hokkaido-Kürbisse, die seht ihr gar nicht, weil die werden immer sehr früh abgenommen. Ja, also die werden auch dann direkt verarbeitet oder verkauft, wie auch immer. Deswegen seht ihr jetzt nur diese hier, also diese eher größeren Sorten. An Hokkaidos habe ich im letzten Jahr, denke mal, so um die 30, 40 Stück ernten können. Kürbis ist ein wichtiger Bestandteil der Selbstversorgung, weil der auch wirklich lange lagerfähig ist. Ja? Also wenn der reif ist, dann könnt ihr den bei Zimmertemperatur trocken locker ein halbes Jahr lagern. Ja? Also das ist wirklich ein lange lagerfähiges Gemüse, natürlich frostfrei, das ist wichtig. Sonst geht dadurch kaputt, aber Kürbis ist schon eine tolle Sache. Sieht auch wunderbar aus. Stand ungefähr ja, zwischen 160 und 200 Kilo Kürbis. Und jetzt gehen wir so langsam in den November rein, Oktober, November, und da war noch die Ernte der Yacon. Ja, Yacon habe ich so wirklich das erste Mal im letzten Jahr angebaut, im Vorjahr auch schon mal, da war aber nicht der große Ertrag dran in diesem Jahr. Wir hatten ja lange keinen Frost, also der Herbst war sehr warm und da sind die echt gut in die Blüte gegangen, immer weiter gewachsen und jetzt ernten wir die. Das ist auch eine der letzten Kulturen eigentlich, die man im Garten so erntet. Ja, wo Topinambur ist, noch später. Ich zeige ja auch in diesem Video jetzt nicht alle Kulturen, nur die ja, wichtigsten. Übrigens, die Leute, die ihre, also die Yacon-Rhizome gewonnen haben damals, ihr kriegt die noch, ja. Die lagern immer noch im Keller
Und ja, denk mal so Richtung März, April. März werde ich hier rausschicken an euch. Ja. Ja, hier seht ihr die ja, Kornernte von ja, 5 laufenden Meter. Ja, denk mal so 20 Kilo waren es. Ein paar weiße und ein paar rote. Wichtig ist bei Jakon, wenn ihr die erntet, lasst sie kurz an der Sonne liegen. Die brauchen ein bisschen Sonne, dann werden sie auch ein bisschen süßer. Und ihr könnt die gerne in feuchten Sand oder ja, feuchten Sand einschlagen, sonst vertrocknen euch die schnell. Die verlieren schnell Wasser und dann werden die schnell schrumpelig. Also deckt die ein bisschen ab, sonst vertrocknen die euch zu schnell. Natürlich gehen wir jedes Jahr in die Pilze. Dieses Jahr, im letzten Jahr, ich sage mal. Ja, im letzten Jahr war wirklich ein tolles Pilzjahr. Ja, für die von euch, die auch in die Pilze gehen, das war wirklich ein tolles Maronjahr, auch Steinpilze. Viele Pilze waren wirklich bombastisch. Ja, gerade die Maronen. Tolle, tolle Tage im Wald verbracht, ja. Richtig schön. Hier mit meinem Bruder. Schöner Spaziergang im Wald, kann man so langsam das Jahr ausklingen lassen, bevor der lange, lange graue Winter kommt. Die letzten Tomaten im November, da kommen noch ein paar Kilo zusammen. Ihr seht, die Tomaten sehen jetzt nicht mehr so gut aus, aber es war eine gute Ernte. Ich denke mal so, ja, gute 100. 150 Kilo habe ich bestimmt ernten können. Ja. Da wäre das Dach da hinten nicht zusammengebrochen, dann wäre es vielleicht ein bisschen mehr geworden sogar, aber ja, was willst du machen? Ich bin überhaupt kein Wintermensch. Ja. Ich mag dieses Graue und dieses Triste überhaupt nicht. Ja. Ich brauche Farbe, ich brauche was Grünes, wo ich was wachsen sehe. Ja. Also es ist schrecklich. Winter ist für mich immer schon schrecklich. Ja. Ja, wie gesagt, ein paar Tomaten waren ja auf jeden Fall noch erntefähig. Ja. Ein paar kann man ja auch noch nachreifen lassen. Ja. Wenn die schon einen leichten Gelb-Touch haben, dann werden die auch noch rot. Ja. Wie gesagt, hier haben wir noch einen Brokkoli probiert, aber der ist dann später erfroren. Der Blattkohl, der kann noch eine ganze Weile stehen und beerntet werden. Und der Rosenkohl. Ja, der bildet jetzt so langsam deine Röschen aus. Ja. Der Rosenkohl sieht schon witzig aus, wie der wächst. Ja. Physale sieht er auch im Hintergrund da. Die Büschchen da habe ich noch gar nicht gezeigt. Ja, jetzt ist auch schon Winter. Die Blätter fallen und der Garten wird zurückgebaut. Ja. Das Rotkehlchen immer an meiner Seite. Ja. Ja, wirklich süß, ja. Also jedes Mal, wenn ich in den Garten gehe, ist dieses Rotkehlchen da. Ja. Ja, und jetzt schließt sich der Kreis so langsam. Es geht wieder los mit Aufdüngen, Bodenbearbeitung. Und jetzt sind wir nämlich schon wieder im Jahr 2023. Und ich hoffe, dass wir in diesem Jahr ein genauso gutes Gartenjahr haben wie das letzte. Ich hoffe natürlich, dass alles so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ich hoffe, dass eure Gartenprojekte natürlich auch so funktionieren, wie ihr euch das vorstellt. Und ich hoffe, meine Tipps, meine Gartenvideos, die helfen euch dabei, erfolgreich zu sein im Gemüseanbau. Ich hoffe natürlich, dass ihr im letzten Jahr Spaß auf meinem Kanal hattet und ja, auch in diesem Jahr. Ne? Ich freue mich auf eine neue Gartensaison mit euch. Jetzt könnt ihr noch einen Daumen nach oben da lassen, wenn ihr Lust habt, einen Kommentar, vielleicht auch eine kleine Geldspende. Da freue ich mich immer drüber. Und jetzt sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Gemüsekoch Martin. Ja, wir sehen uns in einer nächsten Gartenvideos wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.